und willkommen auf meinem Kanal Kleinstadt Coco. Ich bin Coco und ich hoffe, ihr seid hier, weil ihr am Mittwoch mein Favoritenvideo gesehen habt. Ich habe da angemerkt, dass heute so ein aufgebraucht Top- und Flop-Video kommt und deshalb schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr deswegen da seid. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, heute kommt ein aufgebraucht Video, denn die letzten Wochen und teilweise auch Monate haben sich so Produkte angesammelt, die ich ja aufgebraucht habe und euch teilweise empfehlen wollte oder auch nicht empfehlen wollte. Und das möchte ich euch heute mal so ein bisschen zeigen und wenn ihr daran Interesse habt, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Ich habe hier so eine kleine Box für euch zusammengestellt und anfangen würde ich jetzt auf jeden Fall mal mit den Augenbrauenprodukten, denn da fragt ihr mich ja doch recht häufig nach, was ich da so verwendet habe und auch verwende und deshalb steigen wir da mal am besten mit ein. Und zwar trauern wir als erstes und fangen mal mit einem Produkt an, was ich euch so unglaublich ans Herz legen würde, was es aber einfach nicht mehr gibt, aber ich wollte es euch zeigen. Und zwar ist das ein Augenbrauengel von Essence und ich habe das über das ganze Jahr eigentlich geliebt. Und das war aus einer LE und die nannte sich Guerilla Gardening LE und das ist halt so ein Eyebrow Mascara und ich habe den so sehr geliebt und er ist alle gegangen und ich traue so hinterher, weil ich bisher nur einen vergleichbaren gefunden habe, den ich halt momentan benutze, aber der war schon echt Hammer, einfach von der Farbe her und deshalb, ich würde ihn euch so gerne ans Herz legen, ich wollte euch den einfach nur zeigen, weil er aufgebraucht ist, aber wir starten mal mit den nächsten Sachen und zwar gibt es die auch noch im Handel und da habe ich gleich zwei von jetzt in kürzester Zeit aufgebraucht, wie ihr sehen könntet und zwar sind das von Essence diese Augenbrauenstifte und die haben die in der Farbe Blond und ich fand die so unglaublich gut, wie ihr sehen könnt. Die geben echt so die perfekte Farbe für meine Augenbrauen ab, die ich wirklich sehr gerne mag. Und die kosten 1-2 Euro. Und ich kann die euch so ins Herz legen, denn wenn ihr die richtig scharf anspitzt, dann könnt ihr richtig gerade Kanten hier unten ziehen. Und das finde ich halt wirklich richtig gut und von daher ein absolutes empfehlenswertes Produkt. Das letzte Produkt aus meiner Augenbrauenreihe kann ich euch doch eigentlich auch schon gut empfehlen. Ihr könnt eigentlich fast gar nichts mehr sehen, da das schon so abgenutzt ist. Aber das ist ein Augenbrauenstift von MAC und ich habe den echt geliebt. Den kann man hier vorne mal so rausdrehen und es ist leider nichts mehr da. Aber der war echt gut und ich persönlich mochte die Farbe auch sehr gerne. Fand aber, dass man nicht so unbedingt präzise Kanten damit ziehen konnte und für den Preis, ich glaube dieses Ding kostet 19 Euro, finde ich es halt schon recht heftig. Also wenn ihr ein gutes Produkt sucht und da auch gerne mehr Geld für ausgeben möchtet, dann auf jeden Fall kaufen. Wenn ihr aber sagt so, nee, also ist mir doch ein bisschen zu teuer, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, auf das Essence-Produkt zurückzugreifen. Ich kram den gerade mal hier hinten aus meiner Tasche, also diesen kleinen Stift hier, denn ich finde die Farben sind sehr, sehr ähnlich und würde dann auf jeden Fall euch das hier empfehlen. Kommen wir zum Concealer und da habe ich auch zwei Produkte leer gemacht. Und zwar sind das diese zwei hier. Hier haben wir einmal, und ich kann euch fast gar nicht mehr sagen, was das ist, denn es ist schon so abgeranzt, das Produkt. Das ist, Moment, von Maybelline Yada auf jeden Fall so ein Coverstick, also im Prinzip ein Concealer. Und ich habe den so geliebt und ich muss mir den auf jeden Fall wieder nachkaufen, denn der hat hier oben so ein Schwämmchen. Und man musste das dann immer so draus trinken, das Produkt. Das war halt dann hier so drin und man konnte mal ziemlich gut sehen, wie viel man schon verbraucht hat. Und ja, es ist jetzt echt alle gegangen. Ich mag es super gerne, gerade auch zum Highlighten, also einfach um Stellen im Gesicht heller zu concealen. Mochte ich es wirklich gerne und vom Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall sehr gut. Deswegen ein absolutes Top-Produkt und kann ich euch sehr empfehlen. Und dann haben wir noch ein anderes Produkt, was ein bisschen teurer ist, und zwar von MAC. Und zwar war das hier auch ein Concealer in der Farbe NC20. Und der hat mir auch echt gut gefallen. Der hat hier so einen richtig schönen Applikator, womit man echt gut das Produkt auftragen kann. Und der hat mir wirklich ja, ganz gut gefallen. Der war sehr cremig, aber halt auch echt teuer. Aber ich muss sagen, mir hat er gut gefallen. Von daher ist das ein Top-Produkt und ich würde es mir doch schon wieder kaufen. Okay, kommen wir zum letzten Produkt und zwar ein absolutes Highlight-Produkt, was ich euch so krass empfehlen kann, gerade wenn ihr nicht so viel Geld für Make-up ausgeben möchtet, aber trotzdem so einen richtig tollen Glow im Gesicht haben möchtet, habe ich hier von W7 ein, Blush ist es eigentlich, der nennt sich Honeycomb Blush, The Honey Queen und der ist eigentlich aufgebaut, meiner Meinung nach, wie der von Benefit, genau, der Hoola Bronzer. Der hat einfach die komplett gleiche Verpackung und das Einzige, was hier nicht ist, ist ein Spiegel. Aber ihr könnt sehen, der ist sowas von leer und der hat so einen richtig schönen, ja, orange, peachy Ton und ich habe den so gerne benutzt irgendwie hier und das hat so einen richtig tollen Glow abgegeben. Also gerade so für die Sommerbräune oder jetzt auch so ein bisschen, um diese herbstlichen Farben nochmal hervorheben zu lassen,
finde ich, ist das so ein tolles Produkt und das ist so unglaublich günstig. Also ich verlinke euch das auf jeden Fall mal in der Infobox. Ich habe es geliebt und ich werde es mir auf jeden Fall mal wieder kaufen. Ich muss mir erstmal alle anderen Produkte jetzt so ein bisschen aufbrauchen. Aber das kann ich euch so krass empfehlen und das ist richtig gut und kompakt und kann man überall mit in jede Handtasche stecken. Und deswegen absolutes Top-Produkt. Ja Leute, und das war's auch schon und tatsächlich bin ich jetzt mal so richtig erleichtert, denn ich habe diese ganzen Sachen jetzt gesammelt in einer Box und die stand immer in meinem Zimmer rum und so Müll in seinem Zimmer rumstehen zu lassen, gefällt mir einfach nicht, deswegen kann ich die Sachen jetzt nach dem Video einfach wegschmeißen und bin happy. Ja, aber ich hoffe, euch konnte dieses Video so ein bisschen helfen, ich konnte euch vielleicht so ein paar Kaufempfehlungen geben und ja, ich würde jetzt sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Schaut auf jeden Fall gerne bei meinen letzten zwei Videos vorbei und zwar war das einmal, wie ich meine Haare so pflege und so lang bekommen habe. Es kam am Sonntag online und am Mittwoch kam das Video online, wo ich euch meine Favoriten aus dem Oktober gezeigt habe. Deswegen würde ich mich echt freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet und natürlich auch gerne abonnieren. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und ich würde jetzt sagen, ich hoffe, ihr habt noch ein ganz, ganz schönes Wochenende oder beziehungsweise ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende, denn es fängt ja gerade erst an. Und bis zum nächsten Video. Mua. Tschüss.